Wir, ich hoffe, man kann uns hören, spielen jetzt einen kleinen Filler, würde ich sagen, oder? Zwei 20 Minuten Personen, 20 Filler. Minuten, wir testen das, ob es wirklich 20 Minuten sind. Und wir springen zurück in die Zeit der Doppeldecker. Und wie nannte man die Luftkämpfe zwischen den Doppeldeckern früher? Dogfight auf Englisch. Und wir versuchen einen nachzustellen, indem wir verdeckt Plättchen spielen, mit denen man sich bewegt. Und dann, wenn man hinter den anderen Maschinen ist, aufeinander schießen kann, um sich zum Absturz zu bringen. Rabiates Thema. Gucken wir mal. Ich fand's lustig, als du vorher gesagt hast, ob ich Lust hätte, Dogfight mitzuspielen. Und Hab ich ich dachte, habe es geht um wirklich gedacht, es geht um Hunde. Ich Hunde. dachte schon, aber so haben Gut. wir ihn gekriegt, wie wir. Okay. Also versuch das schnell zu beenden, dann kommst du vielleicht schneller raus. Okay. So, Ja. wir ziehen erstmal sechs Plättchen raus, Ich habe oder? schon sechs gezogen, Wir haben genau. den gleichen Pool und den Ich sehen wir auf bin mir unseren nicht ganz sicher, Karten. aber könnte sein, dass wir. Ne, wir Oh, haben haben eine, wir dann ist nicht. es Wir haben nicht den gleichen asymmetrisch. Pool, tatsächlich. Vielleicht Okay. sieht man, ich habe hier mehr Einzelbewegung mit viel Schusskraft. Du hast mehr mit viel Bewegung und viel Schusskraft. Gut. Und ich bin rot und Steff ist blau. Kann ich jetzt die anderen verbergen vor dir? Ich habe gedacht, das. Hinter dem Sichtschirm. Ja, ach so, dann spielen wir so Wir spielen aus. einen von Okay, dir, okay. genau. Ich Puh. habe schon einen. Du bist ja schnell und kommst schnell hinter mich. Hey, okay. 1, 2, 3, 4. Ja, keine Ahnung. 1, 2, 3. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich hatte es befürchtet. Also, ich bewege mich 2 für die 2 auf meiner Angabe. 4 Und Steff bewegt sich 4. und schießt Und genau, zweimal. hat auch noch Schüsse. Wenn man zwischen einer und drei Regionen hinter einem anderen ist und es die gleiche Farbe anzeigt wie auf dem Feld, auf dem die Person vor einem ist oder der Flieger vor einem, dann kann man schießen. Steff hat es geschafft, er ist zwischen der 1 bis 3. Und ich bin dahinter, kann selber nicht schießen, du machst mir im Endeffekt zwar Schaden. Ja. Die trägt man hier ab. Jetzt muss ich aber Angst haben, dass du vielleicht jetzt hier so ein Looping-Teil hast und dann plötzlich hinter mir bist. Das könnte sein, genau. Das sieht man hier an den gestrichelten Linien. Hat man ein bestimmtes Symbol, das ist so ein geschwungener Kreis, den kann man auch hier sehen. Und spielt ein Teil mit dem, kann man in den Looping gehen und auf einmal hinter der anderen Person sein. Eins, zwei, drei. Okay. Normalerweise trägt man die Teile hier auch ab, dann sieht man, wie viel Züge man in einer Runde hatte. Wir bewegen uns im Endeffekt jetzt beide 4. Ja. Aber wir schießen nicht aufeinander. Nee, Man kann Schüsse ganz abtragen. friedlich. Genau. Eins, zwei, drei. Ah, ich fliege nur 1. Pflege zwei. Ist natürlich schlecht. Und mach Für nochmal mich zwei hast du Schaden. nochmal 2 Schaden. Jetzt weiß ich aber nicht, was du dir gedacht hast. Weil du den einen mit zwei Schaden gespielt hast. Und hast du nichts anderes mehr gehabt? Ich Oder habe hast du darauf irgendwas? spekuliert, dass du mich Dass überholst. ich. Ah, okay, das hast du gemeint. Ja, okay. Weil ich ja so schnell bin. Ja, Das ist natürlich richtig. Als hätte ich die Runde davor machen sollen. Wäre es clever Gut. gewesen. Eins, zwei, drei. Gehen wir beide 2. zwei. Wir schießen wieder nicht aufeinander. Nein. Und jetzt ist die letzte Runde diese Runde. Kriege ich die Plättchen zurück? Nein, erstmal nicht. Also einer bleibt da übrig und dann ziehst du Okay. 5 aus dem 6. nach. Eins, zwei, drei. Jetzt sind wir auf dem gleichen Feld. Und 5. Ich glaube, ich schieße jetzt aber nicht mehr, weil nee, 1 bis 3 muss ja hinter dir sein. Genau. Genau. Mein Feld gilt jetzt nicht. Habe ich Glück gehabt. Das war schon. Dann ist schon die erste von 3 Runden vorbei. Wir stacken die nach oben. Oder bist du nach unten? Also können Sie das schnell vorlesen. After the fifth turn, the round is over. If this was the third round, the game is now over. See below. If the game has not ended, stack the 5 movement tiles Oh, you bitte die andere played. Kamera. Oh, wir haben es vergessen. Oh, Danke. Entschuldigung. Das war natürlich dumm. Wir haben Danke, es neu Ivy. beschrieben. Danke. Ja. Jetzt seht ihr das besser, glaube ich. Aus der Vogelperspektive.
The most recently played tile on top, face up, and set it aside. At the end of the first round, draw 5 new movement tiles from your back and add them to the tile that remains behind your screen. Also wir haben hier noch unsere Backs und ziehen jetzt 5 neue Teile für die zweite Runde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 weitere. Ja, dass wir wieder 6 haben. Okay, gut. Und es sollte dann eigentlich reichen, dass wir jetzt dann am Ende nochmal 5 rausziehen, dass wir im Endeffekt alle theoretisch haben. Mhm. Eins, zwei, drei. Wir haben beide eine 1. Das heißt, das bringt beiden nichts. Ah, ich habe ein gutes verschossen. Jetzt. Das ist natürlich auch ein Merkspiel, theoretisch. Ja, was du schon stimmt, genutzt theoretisch. Hast. 1, 2, 3. Ah, jetzt gehst du 3. Ich mache den Looping. Ist das der Looping-Symbol? Okay. Schau, hier, da ist der Looping. Okay, das ist natürlich kacke für mich. Also gehe ich jetzt hier 1, 2, 3. Ich gehe 1, 2. Du gehst 2 und dann habe ich hier noch die 2 Schaden. Oh je, dann ist es gleich vorbei wahrscheinlich. Ich habe gedacht, du machst auch den Looping. Das wär, ja. Ja, habe ich aber nicht. Aber du hast den schon auch irgendwo auf irgendeinem Feld. Ja. Ja, okay. Aber ich hatte in letzter Runde nicht, das war ein bisschen ärgerlich. Was mache ich denn jetzt? Du hast viele, viele kleine, wo du nur 1 gehst. Gell? Vielleicht willst du jetzt noch richtig viel machen. Wer weiß das schon? Nee, ich mach mal das. Okay. 1, 2, 3. Okay, ich flieg den Looping. Und ich gehe 3. 1, 2, 3. Das ist natürlich Glück, dass es 3 sind, weil jetzt kann ich nicht angreifen. Ja. Weil Lila könnte nur Lila angreifen. Genau. Die musst du wegmachen. Ich habe auch eine 5, aber ich glaube, du kriegst mich dann. Dann krieg ich die wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Da habe ich 2 Schaden. Für die 2 Schaden. Jetzt sind wir schon in der letzten Zug des, der dritten, zweiten Runde. 1, 2, 3. Ich habe 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und ich bin jetzt 1 zurück. Das ist halt mein Nachteil, dass ich nicht so viel Bewegung habe. Die kommen jetzt wahrscheinlich wieder zurück, nehme ich an. Genau, die kommen jetzt wieder auf den Stapel. Also ins Säckchen. Nee, wir ziehen jetzt noch den Rest aus dem Säckchen. Ach so. Sind ja noch genug drin. Da sollten genau noch so viele drin sein. Stimmt. Ich hoffe, ich habe noch einen. 1, 2, 3, 4. Nee, ich habe nur 4 drin. Ich auch. Ah, das heißt einfach nur, zieh so viel wie du hast. Das heißt, das sind die 5, die wir die Runde noch haben. Die wir noch haben. Okay, alles klar. Wir müssen mit denen klarkommen. Okay. Will ich mal das hier. Haben wir uns gerade bewegt? Was? Nee, ja. Ich bin zu kurz und konnte dich nicht angreifen, genau. Deshalb, weil du wieder weg bist. Ich glaube, ich habe schon verloren. Okay, aufgehen. Ah, das ist gut. Dann gehst du 1 und ich gehe 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ist nicht gut. Ja, gerade so. Knapp. 4, 5. Kann ich dich nicht angreifen. Yep. Muss ich so machen? Na, das dachte ich mir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dafür habe ich es aber auch schlecht gespielt. Okay. Der ist ja, glaube ich, meine Chance gewesen jetzt.
Ja, aber es reicht mir nicht, du fliegst mehr davon. 1, 2, 3, 4. Und du bist nur in 3 Entfernungen, habe ich dich abgetroffen. Ja. Erwischt. Ja, das will ich auch. Oh, wer hat das denn gedacht, dass ich dagegen nicht gewinne? Obwohl doch du eigentlich da. Ich hab. Ja, der Experte wisst im Sinne von, dass du die Regeln gelesen hast. Aber ich habe auch Unfug gemacht. Also jetzt in der letzten Runde. Bisschen das Unfug war eigentlich, du hast einen weiteren. Ja. Da hätte ich noch einen Reifer kommen können, aber du warst dann am Anfang schon weg. Ich hatte das Problem ein bisschen, dass in der ersten Runde lag mein Teil nicht so gut und ich hatte kein Looping. Mhm. Da hätte ich ein Looping gebraucht. Ah ja, verstehe. Und bin dir da nicht weggekommen. Ja, okay. Ja. Ja, aber das ist das Grundspiel. Das ist echt 20 Minuten. Ja. Also wirklich nicht super nur schnell. So. Normalerweise, wenn ein Spiel in 20 Minuten steht, dann ist es halt 40. Ja. Aber das war das Besondere aus der Reihe. Also ich habe noch keins aus der Reihe gespielt. Vom winzigen Zwecke guckt mich das Thema überhaupt nicht an. Mhm. Caesar hat mich mal interessiert. Mhm. Weil das sah ganz interessant aus mit diesen, da konnte man die Plättchen immer flippen für so Mehrheiten. Das ist aber was ganz anderes. Ja, ja, ja. Hat ja nichts mit den anderen beiden Spielen zu tun, außer dass man eben diese Teils aus dem Säckchen zieht. Das Cover, ich habe halt sofort erkannt, dass es aus der Reihe ist. Das Cover von PSC Games ist dasselbe. Also ist nicht so hässlich wie das Cover von Caesar. Ja, stimmt. Das sieht aber furchtbar aus. Ja, das stimmt. Was hier noch besonders ist, es gibt halt, vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier noch ganz unterschiedliche Flieger. Und die haben tatsächlich alle unterschiedliche Sets von Token. Also theoretisch hat man immer einen unterschiedlichen Flieger, mit dem man spielen kann. Und es gibt auch noch unterschiedliche Szenarien, die sich mit den Fliegern quasi zusammentun. Also es gibt auch hier im Hintergrund noch eins über Meer. Und es gibt auch noch andere Token, wo man im Endeffekt so Rettungsmissionen machen kann scheinbar. Also es hat auch mehr Varianz als dieses Grundspiel, was wir jetzt gespielt haben. Mhm. Das ist so quasi das Standardspiel. So funktionieren die Mechaniken. Okay. Cool. Gut. Vielen Dank. Dann vielleicht beim nächsten Mal etwas Größeres oder ein neues Segment. Das war nur der kurze Filler. Richtig. Bis gleich.